Servus zusammen und willkommen zu einem neuen Video von Pauls Technikwelt. Heute möchte ich mit euch mal wieder ein Unboxing machen. Und zwar habe ich mir dieses Mal nagelneue Kopfhörer gekauft. Und zwar die Bose oder im Englischen Bose Noise Cancelling Headphones 700 gekauft. Ja, die gibt es jetzt auch schon wieder, glaube 1,5 Jahre auf dem Markt. Aber wer so ein bisschen meinen YouTube-Kanal verfolgt, der weiß, dass ich mal mit den Jabra Headsets hier angefangen habe. Und ich bin nach wie vor ein sehr, sehr großer Fan von den Jabra Evolve 275. Finde ich ein ganz, ganz tolles Bluetooth-Headset, was ein super Noise Cancelling hat, eine sehr, sehr gute Mikrofonqualität, was aber allerdings auch über 200 Euro, teilweise 230 Euro ohne Docking Station kostet. Und ich öfters auch in den Kommentaren gelesen habe, aber auch bei einigen YouTube-Videos, dass man doch die Noise-Canceling-Headphones von Bose, die 700er, nehmen soll, weil die doch eine ganz genauso gute Mikrofonqualität haben und man braucht gar kein Jabra-Headset, sondern man holt sich doch lieber richtige Kopfhörer und hat dann eine viel bessere Audioqualität von den Kopfhörern. Und genau das möchte ich mit euch rausfinden, doch jetzt gehen wir erstmal ins Unboxing. Heute kam ein Paket an, so schaut das Ganze erstmal aus. Ich denke, die Verpackung, vielleicht wer es schon mal auch im Mediamarkt oder Saturn gesehen hat, so schaut die Verpackung von den Bose 700 Kopfhörern aus. Erstmal nicht sehr spektakulär. Hinten drauf steht noch Made for iPhone, iPad, iPod, Works with Android, Google Assistant, Alexa Built-in und noch irgendwas Chinesisches, was auch immer das ist, kenne ich nicht. Genau, also das erstmal die Verpackung. Wir machen das jetzt mal, versuche es auch nicht zu lange zu halten hier. Wir machen das Ganze jetzt mal auf. Aha, interessant. Jetzt muss man hier unten so ein Teil aufmachen. Okay, dann machen wir das mal. Zack, offen. Und jetzt, aha, öffnet sich das auch. Gut, steht hier noch irgendwas gut dabei? Made in China, was sonst? Erstmal nicht weiter. Also ich muss sagen, ich bin echt sehr, sehr gespannt. Also klar, ich glaube, die Audioqualität, die wird Bombe sein. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Was mich aber vor allen Dingen interessiert ist, wie gut eignen sich denn die Teile auch wirklich als Headset? Weil wie gesagt, ich habe den Kommentar öfters gelesen, nutzt die Bose 700, sind viel besser von der Audioqualität, haben dieselbe Soundqualität des Headsets oder Audioqualität. Und das will ich mit euch rausfinden. So, weiter geht's im Unboxing. Ach ja, und was mir immer sehr, sehr hilft ist, wenn ihr meine Videos toll findet, lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo da oder zumindest einen kleinen Like, weil ihr kennt dieses ja, Google-Ranking und damit man dann irgendwie auch gesehen wird, brauchen wir irgendwie Likes und Abonnenten. Naja, aber gut. So, also, hier, das ist erst einmal das Case, so schaut das aus. Ich hoffe, dass die Kamera das auch so weit scharf stellt. Das ist dann trenne. Hier ist nochmal so ein Teil, dass es nicht oder dass die Verpackung trocken bleibt. Dann wird wahrscheinlich hier noch die Verpackung sein. Die Bedienungsanleitung. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es da relativ viel. Laden Sie die Bose Music App runter, wie immer. Bla bla bla, Warranty. Naja, gut. So, also das erstmal zur Verpackung. Kommt jetzt mal hier rüber. Jetzt machen wir doch das Teil mal auf. Ich finde ja immer, wenn man irgendwie das erste Mal so ein Produkt aufmacht, das hat immer irgendwie was. Also zumindest für mich. Dann liegt das Ganze aber auch noch so neu. Also vielleicht kurz mal in die Kamera gehalten. So schaut das jetzt aus. Ich mache das selber gerade auch zum ersten Mal auf. Ich habe es vorher noch nicht aufgemacht. Bose Music. Rechts sind die Knöpfe. Okay. Tun wir die Teile, das Headset mal raus. Boah, vom Gewicht hätte ich jetzt gedacht, dass es sich schwerer anfühlt. Das ist echt okay. Also hier ist nochmal ganz groß R und hier ein L für links. Okay. Und was haben wir hier? Hier haben wir einen Bluetooth-Knopf. Hier haben wir einen Knopf, da steht gar nichts drauf. Ich gehe mal davon aus, dass es der An- und Aus-Knopf ist. Ganz wichtig und das finde ich richtig gut, wir haben einen USB-C-Anschluss. Wie geil ist das denn? Bei welchem Headset hatte ich das letztens noch? Bei den Poly-Headset, da war das ein noch ein Micro-USB, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber ansonsten muss ich sagen, haben heutzutage eigentlich fast alle Headsets oder Devices einen USB-C-Anschluss. Hier ist nochmal ein Knopf, wo nichts dabei steht. Gehe ich auch davon aus, dass es An- und Aus-Knopf ist. Und wir haben, das finde ich richtig gut hier, einen Mini-AUX-Anschluss. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und mit einem
normalen AUX-Adapter kann ich das auch im Flugzeug verwenden für das Multimedia-System. Ich kann hier meine PlayStation hernehmen, kann an meinem PlayStation 4 Controller die Kopfhörer anschließen und das ist ja auch ein Headset und kann dann das auch zum Zocken verwenden. Finde ich gut. Weil, wie gesagt, Zocken und Bluetooth ist ja mit der Latenzzeit immer so eine Sache. Jetzt ziehe ich das Teil mal auf. Oha. Also das isoliert ja mal völlig ab. Ich glaube, ich höre von außen gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses so ein bisschen wie, als wenn man eine Muschel reinhört. So. Also es ist so, oder dumpf, wie als wäre man unter Wasser. Aber gut, das sind halt Over-Ears. Ne? Das ist auch der große Unterschied zu den Jabra Evolve 275 zum Beispiel. Das, wie sollte man sagen, On-Ears, die sind hier so dran, während die halt das komplette Ohr, ich habe große Ohren, aber die werden komplett verschlossen. Ja? So, okay. Gut, was gibt's sonst noch? Hier dieses Teil, jetzt schauen wir mal kurz hier noch rein. Was ist im Lieferumfang? Ah, das ist ja auch cool. Bose oder Bose im Englischen hat hier den Mini-AUX auf normalen AUX oder Klinke-Anschluss. Und wir haben noch ein USB-C, also hier USB-C auf USB-A-Anschluss. Finde ich cool. Ich überlege gerade, ist ein USB-C auf USB-C-Anschluss nicht sinnvoller? Ich würde sagen, nein, weil wenn man das normal aufladen möchte, also die meisten werden wahrscheinlich noch so einen ganz normalen USB-Anschluss haben. Mehr ist da auch gar nicht drin. Ja, schaut nochmal rein. Also hier das Case. Vielleicht mal im Vergleich, wie groß ist das mit meinem iPhone 13? So, damit ihr mal einen Vergleich habt. Macht alles einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck erstmal. Ich werde jetzt hergehen und das Teil ausführlich testen, das Headset oder eigentlich sind ja Kopfhörer mit einer Telefonfunktion und dann werde ich euch berichten, wie gut das funktioniert. Ich gucke gerade, kann man hier die Größen, hier kann man das rausziehen, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, okay, cool. Genau, auch hier wieder ein Gummi, also das Ganze ist sehr bequem vom Tragen, aber ob ich das jetzt 8 Stunden im Büro tragen würde, ich glaube eher nicht, weil mit meinen Kollegen kann ich mich so auf jeden Fall nicht mehr unterhalten. Und da ist halt wieder das Thema, kann man es wirklich für ein Headset nutzen oder ist es doch eher Kopfhörer, für das es auch sein soll. Gut, ich habe genug geredet. Ich überlege, ob ich vielleicht kurz, wer noch Lust hat, kann noch kurz dranbleiben. Ich würde jetzt einfach so versuchen, die Teile anzumachen und gucken, ob ich die mit meinem iPhone verbinden kann. Wer noch Lust hat, bleibt dran. Das probieren wir jetzt noch aus. Ich drücke jetzt einfach mal hier den Knopf. Passiert nichts. Drücken wir mal den Knopf. Passiert irgendwie auch nichts. Oder ist das hier sogar mit Touch? Das kann natürlich auch sein, dass man dieses Teil rechts mit Touch. Keine Ahnung. Ich gucke mal den Bluetooth. Oh, jetzt ist was passiert. Ich habe auf den Bluetooth-Knopf gedrückt. Jetzt höre ich irgendwelche Musik und ich kann mich selbst gar nicht mehr hören. Und der Bass ist ja brutal. Okay, krass. So, also das ist wie gesagt mein erster Eindruck. Jetzt babbelt sie mit mir auf Englisch. Okay, ich soll mich jetzt ready for connect. Ja, da müsste sie ja auch, oder die müsste ja die Kopfhörer jetzt Bluetooth. Ich soll jetzt die Bose-App runterladen. Möchte ich jetzt aber erstmal gar nicht machen. Ich will einfach nur mal kurz Musik hören. Jetzt kommt hier Bose NC700 HP. Connected. App not installed. Das ignoriere ich jetzt mal. Also das iPhone fragt direkt hier, App installieren. Na meinetwegen, lade ich sie direkt runter. Aha. Und jetzt kriege ich hier eine Auswahl mit Apps, die Spotify, Amazon Alexa, Google Assistant, Bose Music und diese Voice Assistant from Tencent irgendwas Chinesisches kenne ich nicht. Wir machen jetzt mal, laden die Bose Music App runter. Wie gesagt, soll eigentlich ein Unboxing werden, aber ich dachte mir, komm, wenn ich schon dabei bin, dann gucken wir doch mal, wie gut das Ganze direkt funktioniert, wenn man sich noch nie damit befasst hat. So, open. Jetzt bin ich hier in der Bose-App oder Bose-App drin. We need Bluetooth Access. Ja, kriegt ihr immer diese Fragen. Connect a product. Ja, das habe ich vor. Headphones and frames. Get started. Wisst ihr was? Ich share jetzt hier meinen Screen und dann mache ich direkt ein
Video. So, jetzt läuft das Video. Das heißt, jetzt habt ihr hier auch direkt, da seht ihr meinen Bildschirm. Jetzt brauchen wir, das nervt mich ja schon wieder. Ich glaube, ich habe auch gelesen, man muss wieder einen Account erstellen, damit man diese App überhaupt nutzen kann. Auch da bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund von, aber okay. Sign in with Apple. Ja, machen wir das doch. Share my E-Mail Address. Das muss ich dann hier vielleicht noch irgendwie rausmachen. So. Country ist Germany. Nee, ich will jetzt keine E-Mails von denen bekommen. Akzeptieren, okay. Nicht wunder, warum ist das Ganze auf Englisch? Ich habe mein iPhone auf Englisch, aber schon immer. Deswegen ist jetzt auch die App auf Englisch. Turn on push notifications, allow. Searching Navi, genau. Bose NC700 HP, connect. Also das Ganze, ich wollte gerade sagen, das fühlt sich an, als wäre Noise Cancelling aktiv, aber die Dinge haben ja auch Noise Cancelling. Also die tun nicht nur isolieren, sondern auch scheinbar richtig krass ein Noise Cancelling hier reinbringen. Get ready to connect, press and hold the power button, Bluetooth button until you're here ready to connect. Ja, dafür muss ich aber wissen, was überhaupt der Button ist. Der obere, okay. Dann drücken wir jetzt doch mal den press and hold. Ja, dann machen wir das doch jetzt mal. Ready to connect. Okay, getting ready. Alright. Pair. Yes. Spannend. Ist ja immer irgendwie. Also, wenn es danach geht, können wir den ganzen Tag irgendwie Produkte auspacken und zum ersten Mal einrichten. Ich finde das immer irgendwie spannend. So, select a name. Ja, keine Ahnung. Incognito. Was ist denn das für ein Quatsch? Nee. Midnight. Ich würde Panther. Ich würde sagen, Bose NC700 Headphones, ja. Ach, ich nehme die jetzt einfach irgendwie. Bose NC. Eigentlich finde ich das hier unten fast besser. Boah, chose a name. Da mache ich einfach Bose 700. Fertig, ganz einfach. Fertig, safe. Your product has been renamed. Okay, alright. So, und was jetzt? Tap a topic below to learn more. You can view these product tips anytime in setting touch control. Also es hat tatsächlich touch control, das Ding. Phone answer, noise cancellation. Gehen wir mal kurz rein. Touch control. Play. Double tap on the. Okay. Change volume, skip forward. Okay, krass. Ja, das muss ich mir dann, wie gesagt, alles mal in Ruhe anschauen und probieren und dann euch auch im ausführlichen Test dann sagen, wie gut funktioniert das mit dem Touch. Ich bin ehrlich gesagt kein Freund von Touch unbedingt an so Dingern, aber schauen wir einfach mal. Phone calls, answer and phone, wahrscheinlich ähnlich. Die kleine phone call. Mute a phone call, ah, okay. Noise cancellation oder noise cancelling. Levels. Okay, gibt es verschiedene Levels, alright. Wo stelle ich das ein? Noise Cancelling Button ist das, okay. Ich lasse es jetzt mal auf 10. Conversation Mode. Ach, im Übrigen, ein Rauschen kann ich jetzt so, wie es gerade eingestellt ist, überhaupt nicht hören. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das Noise Cancelling aktiviert ist. Jetzt 5. Okay, jetzt ist Noise Cancelling definitiv aus, weil ich höre mich viel lauter. Ich erschrecke mich ja fast über meiner eigenen Stimme. 0. Okay, also jetzt rauscht es auch ein bisschen und ich höre meine Stimme wesentlich lauter. Jetzt weiß ich nicht, warum. Warum es ein bisschen rauscht, wenn Noise Cancelling auf 0 ist. Vielleicht ist das diese Transparency Modus. Und jetzt haben wir wieder 10, was wahrscheinlich der stärkste Modus, aber kein Rauschen, wirklich. Also ich habe von dem Noise Cancelling, ich höre jetzt überhaupt kein Rauschen. Ja, Voice Assistant. Soll ich damit machen? Press and hold the Voice Assistant Button, okay. Hallo Siri, alles gut bei dir? Hey, ich kann mich nicht beschweren. Danke der Nachfrage. Gut, fertig. All set. Ui, Musik. Gut, get started. 6 Stunden, add your favorite voice, assistant to headphones, customize your headphones. Das mache ich später, da kommt nochmal, wie gesagt, ein extra Video. Okay, was ist das jetzt? Irgendwas noch? EQ, Noise Cancellation. Ah ja, genau, jetzt ist es auf maximal, alles klar. Was mich jetzt interessieren würde, gibt es zum Beispiel direkt ein Update. Voice Prompt, Technical Info. Your product is up to date, okay.
Equalizer, Bluetooth Connection, Active Stream, alright. Jetzt will ich da mal kurz Musik abspielen. Alan Walker geht immer. Nichts gegen meinen Musikgeschmack. Da ist ja auch schön basslastig. Hier, da machen wir doch mal irgendwie was. Hier machen wir mal. Time. Time ist gut. Ja, also die haben schon ordentlich Wumms. Ich glaube, wenn jetzt hier irgendjemand reinkommen würde, ich würde es überhaupt nicht hören. Also der Ton ist schon geil. Daran kann man sich echt gewöhnen. Also ich glaube halt, dass das gerade im Flugzeug sehr, sehr angenehm ist, weil du halt einfach nichts mitkriegst. Aber gut, okay. So. Passiert jetzt noch irgendwas? Oder ich mache jetzt, spiele jetzt die Musik mal weiter. Erkennt. Okay, das erkennt es jetzt scheinbar nicht, dass wenn ich das den Kopfhörer absetze, die Kopfhörer, dann läuft die Musik weiter. Okay, machen wir jetzt Pause. Gut, also, das ist jetzt schon wieder länger, als ich eigentlich wollte, das Video. Ich hoffe, es hat euch einen guten Eindruck gegeben, wie das so ausschaut, wenn man das hier die Bose 700 Kopfhörer das erste Mal bekommt. Das soll es erstmal zum Unboxing gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch schon mal ein bisschen geholfen, wie die App ausschaut. Ist der Einrichtungsassistent. Bis jetzt tolle Kopfhörer, geiler Sound. Wie gesagt, aber einen ausführlichen Test, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie halt auch die Headset, also die Mikrofonqualität ist, wie was die Leute, wenn ich mal einen Kumpel anrufe, was die sagen, wie gut sie mich verstehen können. Und alles Weitere erfahrt ihr dann. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Klickt auch gerne auf die Glocke da unten. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Und ja, freue mich auf euer Feedback zu dem Video. Und damit würde ich sagen, macht's gut und habt einen schönen Tag. Ciao.